Wer nicht regelmäßig unserer Frauenmannschaft zuschaut, hat kaum eine Chance, unsere Zwillinge im Team auseinanderzuhalten. Tama und Fabienne Dongus wechselten zur Saison 2013-14 aus Sindelfingen zu uns und sind seitdem fester Bestandteil der Mannschaft. Ja, ist natürlich was Besonderes, mit der eigenen Schwester hier zu spielen, aber wir sind von klein auf immer zusammen in einem Verein gewesen, haben zusammen im gleichen Verein gespielt und deswegen kennen wir es gar nicht anders. Ist natürlich cool zu wissen, dass wir jemanden haben, auf den wir uns verlassen können, dem ich mich immer anvertrauen kann, wenn es mal nicht so läuft, bauen wir uns gegenseitig auf. Nachdem der Start in die Saison sehr geglückt war, musste man sich zuletzt zweimal Turbine Potsdam geschlagen geben. Sowohl in der Liga als auch im Pokal verlor man deutlich und ohne eigenen Torerfolg. Ja, wir haben jetzt zweimal gegen Potsdam gespielt, wir haben zweimal verdient verloren, wir haben nicht gut gespielt. Wir haben zwar ganz gut begonnen, aber im weiteren Spielverlauf kamen wir mit der Spielweise von Potsdam überhaupt nicht zurecht. Und Potsdam hat es gut gemacht, die waren klar besser und demnach haben die auch verdient gewonnen. Wir spielen uns zwar ein, zwei Chancen immer raus, aber haben dann auch nicht das Quäntchen Glück, dass wir die Chancen verwerten. Gegen Potsdam sind wir meistens in der Defensivarbeit gefordert, was uns dann auch schon eine große Herausforderung bietet. Aber wie gesagt, ja, ein, zwei Chancen haben uns rausgespielt, aber leider auch keine hundertprozentige. Wir hatten gegen Potsdam einige unglückliche Situationen, aber dabei war auch eine dabei, die mich sehr beschäftigt. Zwar das Foul an Patricia Hanebeck. Jetzt möchte ich auch nochmal die Möglichkeit nutzen, mich bei ihr zu entschuldigen. Es tut mir unfassbar leid. Am liebsten würde ich die Zeit zurückdrehen. Und wünsche dann natürlich eine gute Besserung und einen optimalen und komplikationsfreien Heilungsverlauf. Und natürlich möchte ich auch, gute Besserung auch an Inka Weseli, die hat sich ja leider gegen uns auch schwerwiegend verletzt. Am Sonntag geht es nun weiter mit einem Auswärtsspiel in Köln. Der Aufsteiger aus Köln tut sich bislang schwer in der neuen Spielklasse und hat erst einen Punkt auf dem Konto. In dieser Woche kam es nun auch zu einem Trainerwechsel. Nico Rese übernahm das Traineramt von Willi Breuer. Unsere Mannschaft hat sowohl positive als auch negative Erinnerungen an Köln. Im Aufstiegsjahr stieg man durch ein 3:3 am letzten Spieltag gegen Köln auf. Eine Saison später scheiterte man im Pokal mit 0:2 an Köln. Ja, also jetzt erwartet uns ein schweres Spiel gegen Köln. Wir müssen versuchen, den Blick nach vorne zu richten, die beiden Spiele gegen Potsdam abzuhaken. Die sind zwar Tabellenletzte, aber das hat in dieser Saison überhaupt nichts zu sagen. Wir sind auf der Hut. Wir wissen, dass uns ein schweres Spiel erwartet. Köln ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, dass sie mittlerweile im Liga-Alltag angekommen sind und werden alles versuchen, den ersten Sieg einzufahren. Aber wir werden natürlich auch alles versuchen, um weite Punkte zu sammeln und zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Und ich bin zuversichtlich, dass wenn wir unser Spiel aufziehen, dass wir dann auch etwas Zählbares mitnehmen werden. Nachdem zuletzt zweimal kein eigener Torerfolg gelang, stand diese Woche auch Torschusstraining auf dem Programm. Trainer Jürgen Ehrmann möchte sowieso wieder offensiver als gegen Potsdam spielen lassen. Ja, auf jeden Fall wollen wir gegen Köln wieder unsere eigene Spielweise aufziehen. Wir wollen wieder offensiver spielen. Wir wollen wieder mehr Chancen herausspielen, auch mal wieder ein Torerfolg oder zum Torerfolg kommen. Und wir werden, denke ich mal, weiter vorne aufgestellt sein.